Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Ja, ich werde jetzt heute einmal euch mein großes Terrarium vorstellen. Das ist 1,20 Meter lang, 60 cm hoch und 60 cm tief. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den Tieren. Hier ist Bewohner Nummer 1. Das ist ein Weibchen. Die ist ziemlich dünn. Sie frisst aber super. Ich weiß also aber nicht, wieso sie das so schlecht. Also wieso sie so schlecht frisst. Ja. Dann werde ich euch jetzt mal Tier Nummer 2 zeigen. So, hier ist ein relativ frisch operiertes Leopard-Gecko-Weibchen drin. Das ist ein Striped Raptor, das Weibchen hatte irgendwie sowas wie Legenot oder so. Ja, deswegen wurde es operiert. Es war aber auch ein Riesenei, das hätte die so dann nicht rausbekommen. Ja, deswegen sitzt sie hier noch Quarantäne. Wir müssen mal gucken, wann, ja, wie sie wieder zu den anderen setzen kann. Und zeige ich euch jetzt mal den nächsten Gecko. So, hier oben. Hier oben ist mein Männchen von diesem Terrarium. Das ist ein Tangerine Carrotail Männchen, das schon ziemlich groß ist. Also, hier jetzt mal meine Hand. Also, schon relativ groß. Und auch ziemlich schwer. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo das andere Weibchen ist. Ja. So, hier ist das Weibchen. Das nächste. Sieht fast aus, als hätte sie hier wieder Eier drin verbuddelt. Aber ich glaube nicht. Weil die haben eigentlich dieses Jahr schon 10 Gelege gehabt, die beiden Weibchen, also von dem oberen Terrarium. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie viel Gelege sie hatte ein Gelege dieses Jahr. Und das waren meine ersten Leopard-Gecko-Babys sowieso. Und ja, da habe ich mich eigentlich sehr darüber gefreut, dass sie zuerst die Eier gelegt hat. Ja, dann werde ich jetzt mal gucken, ob hier noch Eier drin sind. Dann werde ich euch das restliche Terrarium noch beschreiben. Ja, hier ist eigentlich die gleiche Technik wie in dem anderen Terrarium drin. Das reicht auch völlig aus. Also hier kann ja hier mal. Da ist das dünne Weibchen, der linke. Vielleicht sehen wir sie jetzt gleich noch ganz. Hier ist ein OVP-Licht drin. Und hier drüben ist ein 50 Watt Wärmestrahler. Ja. Hier vorne ist sie. Also schon sehr, sehr dünn. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Sie frisst immer gut, aber nimmt halt nicht zu. Ja, so geht es denen eigentlich ganz gut hier drin. Und hier vorne habe ich so eine Röhre damit eingebaut. Das mögen die Geckos auch ziemlich toll. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Terrarium habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.